Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Shovel Knight. Das letzte Mal haben wir King Knight umgehauen. Und in dieser Folge kümmern wir uns um Spectre Knight. Die Sau for Shovelry. Und hier haben wir natürlich so eine kleine Friedhof-Stage sozusagen. Kann ich das Schild kaputt machen? Nee. Muss man ja mal ausprobiert haben. Hier haben wir diese grünen Dinger. Auf denen kann man rumbouncen. Oder man kann sie einmal ausschaufeln und dann darauf bouncen, um ein bisschen mehr Höhe zu gewinnen. Das wird natürlich im Laufe der Stage noch ziemlich wichtig. Und hier haben wir Frösche, die total gemein sind. So. Einmal, zweimal, zack. Wunderbar. Du stirbst. Die haben nämlich so eine kleine Elektroattacke, sind quasi kleine Blanka-Fische. Frösche. Und das kann ein bisschen gemein sein, vor allen Dingen, wenn man ihnen auf den Kopf springen will und wenn sie mit der Elektroattacke hier rumspringen. Außerdem können wir die Gräber kaputt machen und so diese Geister aktivieren, die wir nicht wirklich umbringen können, sondern wir können sie nur so kurzzeitig außer Gefecht setzen. Aber die kommen dann wieder. Die Säue. So. Gibt's da was? Nein. Also Abmarsch. Swoosh. Oh. Ja, Bombs. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, hier ist auch nochmal eine Bombe. Wow. Jawohl. Prima. Zack. Ich glaube, man hätte eigentlich die Bombe rüberschaufeln müssen. Aber ich habe es gerade noch deaktiviert bekommen, sozusagen. Bevor sie mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Ich glaube nämlich, das hier ist zerstörbar, so halb irgendwie. Nur nicht den Kopf verlieren, Mann. Oh ne, ist es nicht mal. Na gut. Dann habe ich gelogen. Au. Geh weg. Da schlägt er mich einfach. So. Okay, Checkpoint. Mein Money. Dankeschön. Hallo. Donk. Donk. Ah, verdammt, den hätte ich gebraucht. Mist, Moment. Screenwechsel. Komm her. Donk. Dankeschön. So, da oben haben wir nämlich noch ein bisschen was. Und zack. Okay. Hier noch was? Ja, nein. Waren hier wirklich nur... Ah, nee, hier links ist noch was. Aha! Ist hier rechts dann auch noch was? Aha, oh, hi. Was du denn hier? Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Hey, ich habe schon zwei Lebenspunkte verloren, Mensch. Aber das macht noch nichts. Noch ist alles in Ordnung. Alles in Butter. Das war gut getroffen, Mensch. So, hier haben wir einen Miniboss sozusagen. Mal wieder. Dieser Skelett-Typi, der ein paar Mal springt und dann wieder zusammenbricht. So. Aber in der Regel kein Riesenproblem ist. Na gut. Weiter geht's. Froggy. So. Weg mit dir. Ich weiß nicht, ob es ein zufälliges Timing ist, wann die ihren Blitz aktivieren oder ob die das immer zu festen Zeitpunkten machen. Ich glaube, das ist so halb zufällig irgendwie. Das macht es ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Huch. So muss das funktionieren. Ist da was? Nein. Okay. Rauf da. Schaufel, schaufel, schaufel. Okay. Ja. Oh. Wunderbar. Hier wird es ein bisschen dunkel. Ja. Verdammt. Wo ist der Frosch? Nein, verdammt. Okay. Gibt es noch einer, oder? Yes. Ah. Okay. Bisschen Geist. Da können wir uns durchschaufeln. Bisschen Stuff mitnehmen. Mehr Stuff mitnehmen. Ah. Okay. Dieser Geist, ne? Der stört mich gerade ein bisschen. Okay. Ist da oben noch was? Money. Na, okay. Ich lasse das Money einfach mal Money sein. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Weg mit dem Checkpoint. Den braucht niemand. Ja, Bombe. Oh, nice. Sehr gut. Prima. Hühnchen. Und eine Leiter nach unten. Okay. Jump, jump, jump. Und hoch da. Okay, wunderbar. Einmal die Kiste leeren. Was haben wir hier drin? Diamant. Okay. Und raus da. Hallo. So. Hier noch was? Nein. Also geht's nach oben.
Wusch. Okay. Erstmal hier aufschaufeln. Dann so, so. Nee, halt, wie war das? So, so, so. Und dann zack und zack. Wunderbar. Ah, natürlich. Ah, das Notenblatt habe ich gerade gesehen. Ist gerade wirklich ein bisschen uncool hier, muss man so sagen. Ich sehe nichts. Okay. So ein Mist! So. Okay, rüber da. Meine Herren! Das war fies ein bisschen. Okay, hier ist ein Geist. Okay, hier haben wir diese Plattformen, die so ein bisschen absinken. Oder versuchen abzusinken, aber nicht so richtig. Sobald wir allerdings ihn hier drauf locken, sinken sie komplett ab. Ja. Wir wollen natürlich nicht ins Wasser. Sondern solange der Kopf hier drauf bleibt, sinkt es auch ab. Der Kopf ist hier quasi schuld. Okay. Du gehst einfach mal weg. Dankeschön. Versuche die ganze Zeit noch drauf zu achten, ob es hier glitzert. Das machen wir schlau, wollte ich sagen. Ich werfe erstmal daneben. Boah, der Double Hit. Wow. Ein Double Hit. Komm, weg mit dir. Flop. Wunderbar. Weiter geht's. Natürlich. Hier gibt's... Habe ich ihn erwischt? Nee. So, aber jetzt... Meine Nerven, ne? So. Haben wir hier durch. Sehr schön. Okay, du stirbst, aua. So, wunderbar. Dann brauchen wir dich da oben. Sehr schön. So. Dann hilf mir mal da runter, bitte. Ah, dieser Frosch, ne? Fuck. Super! Danke, Froggy! Du Arsch! Ah! Okay. Frösche sind echt gefährlich, Mensch. So. Okay. Und zack. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Money. Oh, ich hätte... Okay, gut. Geht so auch. Gott, ganz viele Frösche. Hilfe. Und ich muss da auch noch durch, ja? Okay, gut. Kein Problem. Das kriege ich hin. Hey, Chester. Was hast du denn dabei? Face Locket. Escape from all harm, briefly. Ah, das scheint so eine kurze Unverwundbarkeit zu sein. You can even walk on spikes. Nice. Das ist ja nett. Okay. Aha. Das ist gut. Das gefällt mir. Das nehme ich gerne mit. Das kannte ich noch nicht, dieses Secret. Weil ich das letzte Mal einfach mal voll verpasst habe. Bombs. Ist hier was? Nein. Komm, komm her. So. Ja, auch eine Bombe drunter. Nein, ein Hühnchen. Das kann ich gut gebrauchen gerade. Ein Checkpoint zum Zerstören. Nice. Okay. Hier brauche ich diesen Kopf. Okay. Wenn du meinst, Frosch. So, ne. Hep, okay. Zack. So. Ganz vorsichtig. Einmal aufmachen. Was haben wir hier? Notenblatt. Sehr schön. Wunderbärchen. So, so, ich glaube, ich werde den noch brauchen. Oder? Na, offenbar nicht. So, geh mal weg da. Aha. Au. So. Aha, da schau mal einer an. Oho. So, so. Sehr schön. Bisschen Money hier bekommen. So. Okay. Einmal da runter.
Ah, schön. Ah, Drama. Ist hier unten was? Nee, offenbar nicht. Oh, ich kann nicht von denen abspringen. Gut. Aha. Hallo. Das ist nicht gut. Okay. Hab schon. Stirb! Hütchen! Okay. Ein Checkpoint zum kaputt machen. Dankeschön. Mehr Froggies, natürlich. Okay. Die sind so, so assig, ne? Okay. Das war nicht so gut. Muss ich ein bisschen besser timen hier. Nein. Verstehe ich, okay. So. Einmal. Zweimal. Oh. Okay. Alles gut. Wir sind an einem Stück durchgekommen. Das ist das Wichtigste. Hier haben wir, glaube ich, noch ein Hühnchen. Yes. Und der letzte Checkpoint zum kaputt machen. Ah, das war eine grüne Flamme diesmal. Okay. Und hier haben wir Spectre Knight. Der sagt, wir sollten hier noch nicht sein, sondern erst, wenn unsere Zeit gekommen ist. Genau wie die Zeit von Shield Knight. Okay. Der liebe Spectre Knight wirft gerne mit seiner Sense. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass er einen gewaltigen Schwachpunkt hat. Er lässt sich nämlich, lässt ziemlich oft seine Verteidigung fallen, sagen wir es mal so. Außer jetzt gerade. Wow, okay. Möchtest du dann mal... Okay. Oder auch nicht. Na gut, machen wir so. Na, das war auch nicht die Attacke, die ich haben wollte. Das ist die Attacke, die ich haben wollte. Und ich hab's verkackt. Oh. Wusste ich noch gar nicht, dass er die beschwört. Okay. Stell mich aber auch gerade echt an. So, das hier, so. So kriegt man immer zwei Treffer rein, Mensch. Nope. Okay, jetzt habe ich dich. Komm schon. Das hier ist eine gemeine Attacke. Donk. Aha. Hat er einfach seine Untergebenen hier kaputt gemacht. Das macht man nicht. Daneben gehauen. Nope. Komm schon. Bam. Okay, dankeschön. Das gibt einen Double-Hit. Und zack. Viel hält er nicht mehr aus. Jetzt macht er auch nur das Licht aus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das hilft dir allerdings auch nicht sonderlich viel weiter, Fräulein. So, zwei Treffer noch, dann bist du down. Ah, wie gemein. Eins. Und BAMS! Voll zerschaufelt, Mann! Und da hauen sie ab. Oh nein, Hilfe! Oh yeah! Und erstmal wieder ins Lagerfeuer. Bisschen Remix von der anderen Musik finde ich auch super. Und diesmal müssen wir wieder Shield Knight fangen. Shield Knight! Geht mir aus dem Weg! Weg mit euch, ihr Elendigen! Oh Gott, hier ist so viel los! Au! Die wollen alle nicht, dass ich Shield Knight einsammle.
Ich meine, was das denn bitte? Shit, Knight! Es war mal wieder nur ein Traum. Boink! Tada! Und? Tada! Ein Meal-Ticket! Sehr schön. Das kriegen wir gratis. Finde ich sehr nett. Machen wir einen Abgang. Oh yeah! Das nächste Schloss hat sich geöffnet und wir können weiter. Der Rest der Weltkarte öffnet sich, beziehungsweise wahrscheinlich nicht der ganze Rest, aber ein Rest. Und hier sehen wir jetzt ein Juwel. Das ist auch wieder eins dieser Weltkarten-Events, wo wir jetzt quasi so einen kleinen Autoscroller haben, bei dem wir einfach nur viele Juwelen sammeln können. Falls wir es nicht verkacken. Das wäre schlecht. So. Und... No, sir. So. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich will da unten lang. So. Yes. Wertvolle Diamanten. Und mehr Glitzerzeug. Denn Glitzerzeug ist das beste Zeug. Jeder weiß. Ist ja allgemeinhin bekannt. Oh, Moment. Oh, da komme ich nicht hoch. Das war blöd. Und eine Kiste, wo wir noch mehr Glitzerzeug bekommen. Jetzt will ich aber mal eben... Ist da was Interessantes drin? Oh, Tatsache. Ja, Mensch. Okay, wunderbar. Machen wir einen Abgang. Plonk. Und wieder zurück ins Village. Da gehen wir jetzt erst nochmal beim Baden vorbeigucken. Der ist sich wieder total freut. Yay! So. Außerdem geben wir unser Meal-Ticket ab. Was kostet denn jetzt ein neues? 6.000. Dann nehmen wir das auch gleich mit. So. 2 Meal-Tickets. Yes. Koch mir was Feines. Yay. Ich weiß nicht, was das war. Oh, ein Steak. Ein Steak. Was? No. Oh, er hat keine Meal-Tickets mehr. Vielleicht können wir mal unsere Maximalmagie aufwerten. 10 Punkte, ja, okay. Okay. Einmal geht doch bestimmt noch, oder? Ah, natürlich. Hey, Big Spender, okay. Na gut. Gehen wir mal nach unten, reden mal mit der Dame, die so Angst vor dem Spectre Knight hatte. Yay! Oh Gott, sie gibt mir ihren größten Schatz. Dance! Oh yeah. Und alle voll am Abgehen. Wir bekommen dafür ein Music Sheet und den Tanz können wir uns jetzt immer wieder anschauen. Ich finde ihn irgendwie total cool. Ich mag auch die Musik, die dabei spielt. Ich finde das super. Okay, dann geben wir da jetzt das Music Sheet ab. Na? So. Kann ich einfach mal keine Meal-Tickets mehr kaufen, ne? Ich meine, ich habe auch echt viel Lebensenergie, muss ich einfach mal so sagen. Ist echt schon ein Haufen Zeug. Hey. Okay. Weiter geht's. Wir müssen mehr Abenteuer erleben. Mehr Adventure. Moment, vielleicht kann ich noch ein Upgrade kaufen für meine Relics, hä? 3400, yes! Bin ich zwar fast pleite, aber das macht ja nichts. 70 MP und 8 Lebenspunkte. Beziehungsweise eigentlich sind 16. Es gibt ja auch halbe Lebenspunkte. Also 16 HP, keine 8. Und Abmarsch. Und damit würde ich sagen, haben wir den Punkt erreicht, an dem das Spiel blind für mich ist. Die nächsten Stages habe ich alle keinen Schimmer. Keinen blassen Dunst. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie das im Endeffekt jetzt weitergehen wird. Das war quasi nur das Intro hier. Und würde sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass das bei euch so gefallen. Falls ihr aber abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.